Alle neu zu gehen auf dem Feld. Und andere. Ja, liebe Kinder, hinterm Tor des FCM, bitte geht ein bisschen nach hinten, wenn dann doch mal ein Schuss aufs Tor kommt, es könnte auch wehtun, also bitte mal alle Kinder etwas weiter zurück hinterm Tor vom FCM. Mit unseren Gästen vom Club. Jetzt mit der Nummer 1 im Tor, Leopold Zingerle, mit der 2 im Spiel, Lukas Novi, die 5 Felix Schiller, mit der 14 Niklas Brandt, die 17 der Marius Lobislo und mit der 24 Tarek Schei. Unsere Eintracht wechselt ebenfalls aus. Jetzt im Ja, und auch mit der Nummer 20 bei unserer Eintracht jetzt im Spiel, Patrick Könnecke. Thank you.
Ich denke, es wird schon eine gute Truppe nächstes Jahr aussehen. Und Stafford wird es dieses Jahr machen. Ich fest. Die haben so viele Neuzugänge aus der Landesliga, aus der Verbandsliga, gibt's ja wohl aus Bernburg teilweise. Schon. Bin gespannt. Ja, ja. Da bist du. Warst du? Darfst du auch Fotos von mir zu machen? Ja, liebe Zuschauer, mittlerweile haben wir auch die offizielle Zuschauerzahl. Zahl der Zuschauer 1810 und mit den 200 Freikarten für unsere Sponsoren bedanken wir uns heute hier bei über 2000 Zuschauern hier bei uns heute im Ratsgarten. Herzlichen Dank. Tor schießt, kriegt dann ein Cristiano Ronaldo-Trikot im Original, das ist von der Vater. Thank you.
fällt gar kein Tor mehr. In der 70. Spielminute der nächste Wechsel unserer Altra. Aus dem Spiel mit der 17 Peter Rumlich und im Spiel mit der Nummer 2 Julius Runge, geborener Nadebor. Werner. Von hier oben richtig gesehen haben, mit der 24 Tarek Şahin.
10 Zuschauer. Schlecht. Frank Schulze war bei der Polizei, als er rauskam hier, dass es gegen Metro ist, dass hier nichts passiert. Christian Beck mit seinem 5. Treffer am heutigen Tag. Wir hoffen, es geht ähnlich weiter zum Saisonstart für unseren Club. Spielstand momentan 13:0. In der 75. Spielminute wechselt unsere Eintracht noch einmal aus. Jetzt im Spiel mit der 18 Jost Knackstedt und mit der Nummer 13 Danny Warmführ. In der 75. Spielminute leider noch ein Eigentor, 14:0. Matze Hauch, der Unglücksfahrer. Okay. 76. Spielminute, 14:0 für unsere Gäste aus Magdeburg. Thank you.
Bilder liefern. Nee, jetzt. Thank you.
in der 84. Spielminute in unsere Gäste aus Magdeburg auf 17:0. Der Torschütze mit seinem 7. Tagestreffer heute, der Christian Beck, die Nummer 11 vom Club. Noch zu spielen. Unsere Gäste aus Magdeburg erhöhen auf 17:0. Der Torschütze mit seinem 8. Treffer, Christian Weg. Dafür will ich noch herkommen. Er hat eben schon 17:0 gesagt, oder? Ja, das wiederholt nochmal auf 17. Ja. Nee, fast 17. Fast 17. In der 88. Spielminute fällt auch das 18:0. Der Torschütze mit der Nummer 7, Maurice Exlager. Thank you.
Vorgestellt, aber ist natürlich klar, wenn so eine Spitzenmannschaft wie der FCM hier ist. Wir bedanken uns hier in Osterwick nochmal ganz herzlich bei unseren FCM. Wir wünschen natürlich den FCM, dass er seine Saisonziele erreicht. Letztes Jahr war schon richtig klasse. Wir hoffen,